Herr Präsident, als außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika habe ich die Ehre, Ihnen das Beglaubigungsschreiben meiner Regierung zu überreichen. Mikrofilme, Exzellenz. Überaus verkleinerte Fotos, die man auf diese Weise ins Ausland praktizieren wollte. Warum laufen wir überhaupt fort? Geheimnisse? Verzeih, Robert. Geheimnisse und Abenteuer begleiten den Lebensweg einer schönen und ehrgeizigen Frau bei ihrer Karriere von einer unbekannten Zeitungsreporterin bis zur Botschafterin der Vereinigten Staaten in Paris. Eine leidenschaftliche und glanzvolle Geschichte unserer Tage, nach dem Roman von Hans Wolfgang der Revue erschienen. Guten Abend, meine Herren. Ich mache mir das Vergnügen sanft, mein Kind. Vermutlich haben Sie dabei an die Deutschen gedacht. Ich habe Ihre Artikel gelesen. Sie haben solche Angst, Ihnen weh zu tun. Natürlich, ich kenne doch die Stimme. Warte, ist es? Er hat mich zweimal erst. Oh! Miss Heon Cutler, Mr. Dawson. Sie sind hübscher, als ich dachte. Danke, Sir. Das ist kein Kompliment, sondern eine Feststellung. Hier können Sie mich nicht stehen lassen. Hören Sie gut zu, Herr. Es ist sehr wichtig für Sie und für mich. Würdest du mich bitte bekannt machen, Darling? Eine hübsche kleine Geschichte. Man wird Agent bei den Russen. Man fliegt nach New York beruflich. Man trifft sich, küsst sich und liebt sich und fährt wieder ab. New York, das Nachkriegs-Berlin, Washington und Paris sind die Stationen eines Lebens voll Erfolg, Bedrohung und Glück. Die Botschafterin mit Nadja Tiller, Hans-Jörg Felmy, James Robertson Justice und Irene von Meyendorf. Wollen Sie mich quälen? Wenn es sein muss. Ich habe mich lange genug gequält. Und dennoch gehört dieser Frau die Welt. Eine Produktion der Filmaufbau.